In der Gruppendynamik gibt es Alpha-Tiere, also das sind die Chefs vorne. Und dann hinter dem Alpha-Tier ist ein Beta-Tier, das weiß alles. Das Alpha-Tier macht da irgendwas, also der Chef. Und das Beta-Tier weiß das besser, aber das sagt nichts. Und der Chef fragt auch nicht, der dreht sich nicht um und fragt. Und jetzt muss man einen Schritt weitergehen und so ein bisschen den Manager, sagen wir, einen hintertreten oder sagen wir, ihn zart umdrehen oder mal was zurufen. Dazu gehört ein gewisser Mut zu sagen, also in meiner Abteilung läuft was schief und ich möchte es so und so haben. Und das muss man dann irgendwie nicht wütend sagen. Also viele Leute, die sich besser wissen, reagieren dann ein bisschen bösartig, weil sie jetzt schon 3 Jahre alles besser wissen und jetzt sagen, jetzt soll mir endlich mal einer zuhören. Das geht nicht. Sondern man muss einfach immer beharrlich jetzt mit den Leuten reden, für die man die Ideen hat und wie gesagt, das Vertrauen erlangen. Und wenn man das Vertrauen hat, darf man dann ab und zu auch mal schreien und sagen, ich will es. Und dann oft kommt so ein Punkt, dass sie sagen, wir glauben nicht, dass das was wird mit der Innovation, aber okay. Ja, also bei mir war es manchmal so, dass sie sagen, ich habe dann so ein Meta-Argument genommen und habe gesagt, ihr sagt immer, ihr wollt was Neues, aber wenn ich mit was Neuem komme, lehnt ihr es ab. Und dann sagen sie ab und zu, na gut, diesmal darfst du oder so. Und das muss man aber lange verhandeln. Ich muss auch manchmal den Mut in die, richtig so das Herz in die Hand nehmen. Und ich habe aber gemerkt, weil man so ein schüchterner Mathematiker ist, dass wenn ich für mein eigenes Niveau schon unangenehm laut bin, das ist wahrscheinlich für andere gerade der normale Managementton.